Tauche ein in die Stille. Namaste. Schön, dass ihr da seid. Stell dir vor, dass goldenes Licht deine Wirbelsäule entlang fließt. Spüre und höre deinen Atem. Und dein Atem, dieses goldene Licht in deinem ganzen Körper verteilt. Beginne mit dem Sufi-Kreisen. Das lockert die Rückenmuskulatur und die Wirbelsäule. Beginne erst einmal kleine Kreise in der Ein- und Ausatmung. Nach einigen Wiederholungen im Richtungswechsel wird es dir immer leichter fallen, größere Kreise nach links, nach rechts und nach hinten zu üben. Atme dabei tief ein und lange aus. Nun setz die Fingerkuppen weit auseinander und beginne in der Ausatmung den rechten Arm über links, über die Flanke zu dehnen. Heb den Brustraum, entspann dein Gesicht und Kiefer, atme bewusst ein und aus. Wechsel den Arm, nimm links einatmen den Arm nach oben und rechts dehnen über die Flanke. Entspann dabei dein Gesicht, dein Kiefer. Vor der nächsten Übung lockern wir erst einmal unsere Hüfte. Dazu setzt die Hände hinter dir auf. Setz die rechte Fessel bequem auf das linke Knie und dann locker, indem du die Hüfte hin und her bewegst. Beinwechsel. Ganz locker. Hin und her wiegen. Dann beginnen wir die nächste Übung aus dem Vierfüßlerstand. Die Hände setzt direkt unter die Schultern, die Knie unter die Hüfte. Dann setze deinen linken Fuß direkt vor den rechten. Platziere die rechte Hand unter der rechten Schulter. Stabilisiere dich, indem du fest in den Fuß hineindehnst. Und in der Einatmung heb dein Brustbein. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du vorsichtig das Bein anheben. Atme dabei bewusst ein und aus. Dann Seitenwechsel. Nimm dazu den rechten Fuß vor deinen linken. Setz die linke Hand unter die Schulter. Und wenn du soweit bist, atme ein. Heb deinen Brustkorb, der Blick geht Richtung Himmel. Und
Wenn du gute Stabilität hast, kannst du dein Bein anheben. Bring dabei die Spannung bis in die Fersen. Atme ruhig ein und aus. Setz dann wieder ab in den Vierfüßlerstand. Atme ein und dehn dich nochmal aus. Dann komm wieder zurück über den Schneidersitz und geh in die erste Drehung hinein. Dazu setz das rechte Bein nach hinten, achte auf die korrekte Fußstellung. Schultern schauen erst einmal nach vorne. Und jetzt setz die Fingerkuppen auf und komm in der Ausatmung in die Drehung. Dreh dich über die linke Schulter. Zieh die Schultern nach hinten unten, entspann deinen Blick. Komm dann in der Ausatmung wieder nach vorne und wechsel dein Bein. Zieh dabei das linke Knie in Hüfthöhe. Schau wieder nach vorne, atme ein. Und in der Ausatmung dreh dich so weit es dir möglich ist auf. Nimm dabei die Fingerkuppen fest in die Erde, zieh die Schultern nach hinten unten. Dann steigere das Ganze, indem du nochmal die Seite wechselst. Dich jetzt mit dem Oberkörper über den linken Oberschenkel ausrichtest, die Fingerkuppen wieder aufstellst, tief einatmest und beim Ausatmen gehen die Ellenbogen zur Seite. Du verneigst dich. Im Einatmen hebt dein Brustbein und im Ausatmen wieder verneigen. Zieh die Ellenbogen zur Seite. Heb dein Herz an, atme ein und ausatmen. Das gleiche dann zur anderen Seite. Auch wieder das Knie in Hüfthöhe ziehen. Richte dich im Oberkörper auf den Oberschenkel. Platziere die Hände mit den Fingerkuppen voraus, atme tief ein, heb deinen Brustkorb und ausatmen, dehn dich zum Oberschenkel. Dehn dich nochmal bewusst im Vierfüßlerstand in der Ausatmung in den Katzenrücken. Einatmen, leicht geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, Katzenrücken. Dann beginn erst einmal mit dem linken Knie kleine Kreise zu ziehen. Fang erst einmal klein an. Halte beide Arme gestreckt oder leicht gebeugt. Schön locker aus der Hüfte heraus bewegen. Den Atem frei fließen lassen, ganz natürlich. Kurz warten, die andere Seite genauso, erst klein. Dann locker aus der Hüfte heraus bewegen. Der Blick ist auf der Matte. Gut, nun drück dich vom Vierfüßlerstand in den nach unten schauenden Hund in der Ausatmung. Abwechselnd gerne die Fersen Richtung Boden dehnen. Dann heb in der Einatmung dein linkes Bein, lass die Ferse
Richtung Sees fallen. Und dann zieh das linke Knie nach vorne Richtung rechte Hand. Setz das Schienbein und den Spann fest in die Erde. Heb deinen Brustkorb in der Einatmung. Stell die Fingerkuppen wieder auf und atme aus und dehn dich. Einatmen, wieder anheben. Und ausatmen. Komm gerne zurück über den Vierfüßlerstand in Yoga Mudra. Und beginn dann die andere Seite wieder aus dem Vierfüßlerstand in den nach unten schauenden Hund. Heb dann dein rechtes Bein. Dehn dich, mach die Hüfte auf. Setz dann das rechte Knie nach vorne. Setz den Spann ab. Zieh das lange Bein weit nach hinten. Heb dein Brustbein. Und atme aus. Ein. Und aus. Dann komm wieder zurück über den Vierfüßlerstand. In den herabschauenden Hund. Heb dann dein rechtes Bein wieder an. Und nun helf dir gerne, den rechten Fuß weit nach vorne zu setzen. Und setz das Knie hinten ab. Hier gerne den Spann wieder ablegen. Setz die Hände nun bequem auf den rechten Oberschenkel und lass die Hüfte Richtung Erde sinken. Entspann die Schultern, indem du sie nach hinten unten ziehst. Nun einatmen, beide Arme anheben, das linke Handgelenk fassen und nach rechts dehnen. Wieder alles zurückgeben, über den Vierfüßlerstand kommen, in den herabschauenden Hund. Das Bein, das linke anheben, wieder gerne helfen, den Fuß weit nach vorne zu setzen. Bequem abstützen, Brustbein strebt nach vorne. Und ausatmen, geht die Hüfte tief. Heb dann wieder beide Arme an. Nimm das linke Handgelenk und lehn dich nach links. Komm dann wieder zurück über den Vierfüßlerstand in Yoga Mudra. Von Yoga Mudra in die Kindhaltung. Roll dich dann langsam auf, Wirbel für Wirbel. Nun kommen die Schlussentspannungen. Entscheide heute für dich, ob du diese in der Aufrichtung machen möchtest oder lieber im Liegen. Schließe nun sanft deine Augen. Lass dein Becken schwer werden. Spüre und höre wieder deine Atmung.
Entspanne deine Schultern, dein Gesicht. Lass gerne die Hände kreisen, die Schultern und den Kopf sanft. Lass alle Anspannung gehen. In der Einatmung nimm dich bewusst wahr. In der Ausatmung komm in diesen Moment an. Einatmung nimm dich bewusst wahr. In der Ausatmung komm in diesen Moment an. Lass den Atem durch deinen Körper strömen. Goldgelbes Licht durchflutet dich. Spüre deinen Atem, wenn du den Einatem durch die Nase wahrnimmst als kühl. Und wenn du ausatmest durch die Nase als angenehm angewärmt. Kühl in der Einatmung. Warm in der Ausatmung. Bewusst. Lass in der Ausatmung alle Anspannung, alle Sorgen gehen. Und dann nichts als Stille und Frieden. Erinnere dich an dein Licht. Sei du selbst dein Leuchtturm. Leuchte, strahle. Alles wird gut. Öffne nun deine Augen und nimm deinen Körper wieder bewusst wahr. Berühre ihn, dehn dich, strecke dich. Räkel dich. Namaste.